Leiche, wir haben Blut, ja, und Tod. Und weiblich, weiblich, ja. Und wer bist du? Jan. Jan, was, wer? Jan Köppen, ich bin Moderator von Yps die Sendung. Ich musste gerade unterbrechen, weil ich bedanke mich total recht herzlich bei Maya. Ja, sie haben ja gesagt, und schwuppdiwupp sind sie da und ich halte fest, das sind Original. Das sind Original-Schnappschuss von Erdogan. Eine Original-Unterschrift. Ja. Mal kräftig, mal nicht kräftig. Aber sie sind Original. Sie sind echt Original. Sie sind Original. Von ihm. Die hat nicht jeder. Da bin ich auch stolz drauf, dass ich die habe. So, ich werde die auch gleich einsafen. Ich fange nämlich damit an, den Stammtisch. Ja. Ich werde das auch sicherlich größer machen. Kann ich nämlich. Ich kann die größer machen. Kann die noch größer machen. Kann die einschweißen, das werde ich wie gesagt gleich machen, einschweißen, dann hinhängen, einrahmen, oh ja, vielleicht werde ich einige einrahmen, ich werde gleich mit Nils sprechen, auch noch mit Maya und dann werde ich halt aus Star Wars, wie gesagt, die sogenannte Cobra 11 Ecke machen, mit Stars und deren Autogramm, echten Autogramm, ich habe ja noch die alten Autogramme von den echten damaligen Stars und jetzt fange ich halt damit an. Wird nicht einfach sein, an die alle heranzukommen. Ich freue mich total recht herzlich mit Erdogan, also sie mir anfangen können. Und ja, ich finde es toll. Ich finde es richtig toll. Ne? So, ich halte, also wie gesagt, alles was ich habe, halte ich immer hoch. Ob, und ich meine, damit könnte ich ja auch eine Autogrammkarte machen. Ne? Also ich könnte daraus jetzt auch eine Autogrammkarte machen. Mache ich natürlich jetzt nicht, aber stolz wie Oscar. Stolz für Oscar. Maya hatte geschrieben und ist angekommen. Ich schreibe ihr jetzt auch, dass es angekommen ist. Das jetzt gerade war die Anita, mit der ich da gesprochen habe und nicht die Maya. Und finde es toll, wenn Anja morgen da in Essen ist und hier vielleicht vorbeikommt. Wer weiß. Ne? Pow! Ich finde ihn unheimlich sympathisch. Ist wie gesagt auch ein Deutsch. Ist halt ein bisschen jünger, 10 Jahre jünger. Und ist okay. Ja? Joa ist 60, ich bin etwas drüber, er ist drunter. Das ist ein tolles Alter. Bei Star Wars doch genauso. Alle zwischen 60 und 80. Ne? Und alles, was drüber ist, ist nicht mehr da. So, ich bedanke mich total recht herzlich, dass ich Sie bekommen habe. Danke an Maya. So, ich bedanke mich nochmal bei der Maya, die mir gerade die Original-Autogrammkarte hat zukommen lassen. Ne? Die Maya hat mir die Original zukommen lassen. Das ist wirklich ein Original. Ein Original von ihm selbst und auch seine Unterschrift. Die hat nicht jeder, die ist halt im Urlaub entstanden. Wie ihr seht, habe ich daraus jetzt ein 3D gemacht. Ne? Ich kann mal eben das Original nochmal zeigen, ist ja hier drin. Ne? Das Original als Karte und das als A3. Damit ihr es jetzt auch seht, wie gesagt, ich mache das seit ewigen Zeiten. Nur ich habe mich jetzt nicht darauf spezialisiert, nur für Schauspieler, sondern für alle. Ja, ich habe mich auf alle spezialisiert, also nicht nur Künstler und Ansprache. So, das wird, ihr könnt es jetzt verfolgen, das ist jetzt das A3. A3 ist auch gut, DPI, 2.500 x 2.500 DPI, also 64-Bit-Verfahren, sieht gut aus. So, jetzt wird das laminiert. Und es wird jetzt schöner gemacht. Laminiert. Und dann kommt es in den Bilderrahmen und dann stelle ich euch das auch vor. Also wie gesagt, ich mache jetzt hier Alarm für Cobra 11. Wie gesagt, ich bin an sich kein Fan, sondern involviert und mir macht das also unheimlich viel Spaß. Mit diesen hin und wieder mal zu arbeiten, zu dürfen, einmal im Leben dabei, das reicht meistens auch schon. Ich war jetzt, wie gesagt, bei Tatort Essen, wie ihr so seht, ja, schon wird schöner. Es wartet, bis es heiß wird. Und dann kommt es in den Bilderrahmen. Ich verabschiede mich jetzt sozusagen von Marvel und Star Wars und gehe jetzt über in Cobra 11. Vielleicht kann ich die anderen auch bekommen. Sie müssen nicht unbedingt. Es müssen nicht unbedingt Autogrammkarten sein. Ich habe genug da. Ich habe die Möglichkeit,
zu reproduzieren, zu machen und zu tun. Ich kann, ich habe hier die allerneueste Technik, ich kann ja wunderschöne Sachen machen. Und wenn ich drüber nachdenke, werde ich es auch machen. Und dann darf jeder sagen, bist du Fan von Cobra 11? Der sagt, yo, bin ich, ich bin Fan von Cobra 11, ich bin Fan von der Autobahnpolizei, ich bin Fan von Semir, Hartmut und Co. Ja, macht mich froh. Die anderen sind ja alle wieder weg. Ne, die anderen sind ja alle wieder weg. Leider, ne, ist so. Aber Semir kriegt jetzt einen Ehrenplatz im Fenster und den gebe ich nicht ab, habe ich versprochen. Ist mir, gehört mir. Ne? Wenn ich mal nicht mehr bin, dann okay, dann gebe ich ab. Aber im Moment auf keinen Fall. Ne? Bis gleich, zeige ich euch den Bilderrahmen. Und so sieht das aus, wenn Semir, Erdogan, Atelier, Cobra 11, ja, wenn dieser dann eingeschweißt wie die Ewigkeit jetzt in den Bilderrahmen kommt. Das ist überraschend. So, mein erster Star von Cobra 11 kommt jetzt ins Schaufenster. Ja, Originalkarte, nur vergrößert. Sieht schön aus, macht was her. Jo, der Stammtisch wächst und irgendwann kommen die anderen dazu. Wie gesagt, er ist an sich der Hauptdarsteller, wenn ich ehrlich sein darf, weil die anderen 9 sind ja schon weg. Also 8. 8 sind weg, 3 hat man versterben lassen und 5 hat man, keine Ahnung, Paul wird ja sicherlich auch irgendwie, ne? Paul, eigentlich Verbrechen beschuldigt und so, da geht es ja richtig zur Sache und so weiter. Ne? Spoiler-Alarm! Ist okay. Also wie gesagt, total recht herzlich Dankeschön bei Maya, die das gesendet. Daraus ich jetzt dieses etwas vergrößert und dann in diesen Bilderrahmen für mich hier, für den Shop, für die Ecke, für die Cobra 11 Ecke. Jetzt versuche ich noch die Autos zu kriegen, vielleicht auch noch Action-Konzept. Ich denke mal was Schönes aus. Für den Start der Staffel 35 werde ich da im Schaufenster was machen. Auf diesem Wege begrüße ich halt noch Dr. Dead in seiner Mission, Mentalmission. Ich habe ihm eine Künstlerin auch zugänglich gemacht. Ich habe der Künstlerin gesagt, aber geh zu Dr. Dead, der wird dir helfen. Auch diese Künstlerin ist unheimlich schwierig, die ist nicht einfach. Oh nein, Künstler sind nicht einfach, glaubt es mir. Und diese Künstlerin, die ich da jetzt hingeschickt habe, will ich wirklich 100% annehmen, dass Dr. Dead dieser Künstlerin auch die Zähne richtig macht. Ja? Im Notfall sage ich auch ihm Bescheid, je nach Dr. Dead. Ja? Also Dr. Dead, der Promi-Arzt für Zähne, der wirklich sich um deine Zähne kümmert, um dein Zahnfleisch, um damit du richtig schön weiß lachen kannst oder lächeln kannst. Also er macht es. Dr. Dead macht es. Vielleicht kommt er auch irgendwann mal in so einen Bilderrahmen. Jetzt ist erstmal Erdogan, der Semir dran. Ne? Ist klar. Bist du Bescheid? Ja, genial. Hi. Hallo. Dach. Was haben wir hier? Eine Leiche. Wir haben Blut. Ja. Und Tod. Und weiblich. Weiblich, ja. Und wer bist du? Jan. Jan, was? Wer? Jan Köppen. Ich bin Moderator von Yps, die Sendung.